Transport ohne Hände, ein Warm-up-Game für alle Altersklassen. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß mit dem neuen Video. Ja, es ist endlich mal wieder Gaudi-Übungszeit. Und zwar diesmal vom Kickplan Feure 57 mit Julia Hoffmann von Home of Goals. Und das Thema des Podcasts: Benutzt du noch Kreisliga-Aussagen? Worum geht's beim Transport ohne Hände? Die Aufgabe klingt einfacher, als sie wirklich ist. Es geht nämlich darum, verschiedene Materialien wie Bälle, Leibchen, Hütchen und so weiter von A nach B als Team zu transportieren. Allerdings darf man dafür nicht die Hände benutzen. Was braucht ihr für Transport ohne Hände? Ihr braucht ein paar Hütchen und ansonsten vieles Verschiedenes: Beimaterial oder Koordinationsleitern, Pylonen, Leibchen und so weiter und so fort. Ich blende euch das mal hier im Video ein, was wir für Transport ohne Hände benutzt haben. Ansonsten braucht ihr mindestens 4 Spieler, um 2 Teams zu bilden. Es ist auch unerheblich und nicht relevant, wie viele Spieler ihr, ob ihr eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Spielern habt. Wenn ihr zum Beispiel 13 Spieler Training habt, dann bildet ihr einfach 4 Teams, 3x3 und 1x4. Es ist nämlich fürs Spielergebnis nicht spielentscheidend, ob im einen Team dann 3 oder 4 Spieler eingeteilt sind. Wichtig bei der Einteilung der Materialien für jedes Team ist, dass jedes Team die gleichen Materialien und auch die gleiche Anzahl besitzt. Und dann ist die Aufgabe, diese Materialien immer einzeln von Punkt A zu Punkt B zu transportieren. So, und jetzt heißt es Transport ohne Hände. Das bedeutet aber, dass zum Aufnehmen der Materialien, wenn ihr zum Beispiel euch die Pylone auf den Kopf steckt, dafür schon die Hände benutzen dürft, allerdings dann eben nicht für den Transport zur anderen Zielseite. Eine Regel ist übrigens auch, dass der Gegenstand, wenn er denn beim Transport auf den Boden fällt, wieder zurück zum Startpunkt muss. Kleiner Hinweis aus eigener Erfahrung ist, bei den Erwachsenen startet das Spiel relativ schnell. Bei den Kids müsst ihr euch auf viele, viele Fragen einstellen. Und wir haben bestimmt 3-4 Minuten erstmal nur für die Fragestellung vor dem Spiel gebraucht, um wirklich alle Eventualitäten, was ist denn wenn dann und wie darf ich das und warum geht das nicht, einfach alle Fragen aus dem Raum geräumt sind. Ein zweiter Hinweis wäre auch: Macht euch nicht die Mühe und lasst die Kinder dann die ganzen Materialien von Punkt A zu Punkt B wieder zurücktransportieren. Es macht natürlich unnötiger Aufwand. Lasst die Materialien dann einfach bei Punkt B und transportiert sie dann in der nächsten Runde einfach von B nach A, weil die Felder sind ja gleich. Kommen wir noch zu den Variationsmöglichkeiten. Ihr könntet zum Beispiel sagen, dass auch das Aufnehmen der Gegenstände nicht die Hände benutzt werden dürfen. Nochmal ein bisschen schwieriger könnt ihr die ganze Sache gestalten, wenn ihr sagt, dass die Gegenstände nur einmal auf eine bestimmte Art und Weise transportiert werden dürfen. Platziert ihr euch also die Pylone auf die Fußspitze, darf ein anderer Gegenstand auf diese Art und Weise eben nicht nochmal zu dem Zielpunkt transportiert werden. Und nochmal anspruchsvoller wird es, wenn ihr sagt, dass das Team sich vorher nicht besprechen darf. Also es darf nicht besprochen werden, wie die Gegenstände auf die andere Seite transportiert werden. Ja, Home of Goals. Was ist Home of Goals? Das ist in erster Linie die Julia, der Patrick und der Felix. Und es geht einfach um die Vermittlung von Sozialkompetenzen im Bereich Fußball. Und auch ich war schon bei Home of Goals und jetzt zwar zweimal. Einmal zum Grundlehrgang und einmal zum Aufbaulehrgang für den Persönlichkeitstrainer im Fußball. Und ich habe jetzt einen kleinen Vorgeschmack für euch, was bei Home of Goals so ein bisschen abgeht. Ich habe nämlich sowas Ähnliches wie einen Vlog produziert und werde euch in einem der nächsten Videos mal erzählen, was wir da so gemacht haben. Und da könnt ihr auch für euch ein bisschen wieder ein paar Trainingsanhalte mitnehmen. Deswegen viel Spaß mit dem kleinen Trailer zu Home of Goals.
Salut!